waren schon einige Tage unterwegs gewesen, meine Jungs und ich, zwischen Skagerrak und Ostsee. Um es genau zu sagen, in unserem Krabbenkutter. Nein, ich bin nicht Kapitän Blaubeer. Jedenfalls waren wir eigentlich schon auf der Nachhause-Reise, als wir uns plötzlich in einem Terrain des Meeres wiederfanden, was uns vollkommen unbekannt gewesen war. Eine merkwürdige, neblige Suppe wabberte unser Schiffchen ein, man konnte nicht mehr die Hand vor Augen erkennen. Und der Wind, auf den wir eigentlich angewiesen waren, wurde schwächer und schwächer. Nur noch die alten Blanken ächzten. Und der Mast ging hinüber und herüber. Hinüber. Herüber. Hinüber. Selbst das letzte Geräusch verstummte. Da wagte niemand mehr, ein Wörtchen noch zu verlieren. Geschweige denn sowas wie ein Akkordeon zu betätigen. Nein, 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 nein. So wie es aussah, hatten wir es mit einem bevorstehenden Drama zu tun. Was sagte denn der alte Schiffsempfänger? Und tatsächlich, quasi synchron, wie aus dem Nichts, lichtete sich ein bisschen der Nebel und herausragte ein stählernes Schiff, ein eisernes Gerippe von einem Schiffsrumpf, ein Geisterschiff, erhob sich meterweise, zig Meter über unserem kleinen Kutter, wie eine Hand, die uns jeden Moment verschlingen würde, ein Rachen. Sie wählten den Mutigsten aus. Schließlich wurde ich geschickt, um das Schiff mal zu untersuchen. Darum ging ich eben, mir doch egal. Also ging ich an Bord von diesem Gespensterschiff, gleich unter Deck, um die Kapitänskajüte zu finden. Und ich fand ihn, den Kapitän. Da lag er. Der musste schon einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte da gelegen sein, so wie der aussah. Um den Hals, da trug er einen verrosteten Schlüssel. Ah, der Schlüssel, der musste wohl passen in diesen schwarzen Tresor. Ich nahm den Schlüssel, drehte herum, öffnete die Tür und da lag es, sein innerstes Geheimnis, ein Zettel. Ich nahm den Zettel und las, Steuerbord ist rechts, Backbord ist links. Na und, das weiß doch jeder. Ach, so war das. Jetzt wurde mir einiges klar. Natürlich, ein vergesslicher Kapitän, ein Bekloppter sozusagen, der nicht mehr wusste, wo links und rechts ist, ne? So wie dieser andere Kapitän da in Concordia, Dingsbums Italien. Ja, mein Steuerbord war oben und Backbord war jetzt links, das ganze Schiff wabberte auf der Seite. Ne? Der hatte sich davon gemacht, der andere Kapitän, aber dieser hier war geblieben, bis zum Schluss. War er doch ein Held? Was lag denn da neben ihm? Ein aufgeschlagenes Bilderbuch? Also doch infantil. Moment mal. Was stand denn da auf dem Umschlag von diesem Bilderbuch? 2012 oder 13? Ist verbessert worden. Nur die Angst stirbt. Wer konnte ein Interesse daran haben, dass dieses Buch niemals verbreitet würde? Das CIA, die sogenannte freie Presse? Wer? Jetzt begann es mich aber wirklich zu interessieren. Und ich öffnete. Oh, doch sehr wortlastig, doch. Untertitel von dem Fischer und seiner Frau. Darum ging's. Oh Gott, diese moralische Klamotte. Ach Gott, von Philipp Otto Runge. Die Brentano-Brüder hatten's rausgebracht und die grimmigen Brüder hatten's umgemodelt zu einem Kinder- und Hausmärchen. Meine Oma hat mir schon damals immer vorgelesen. Da durfte ich aber keine Zwischenfragen stellen. Da gab's gleich einen hinter den Löffel. So war das. Aber was? Unzählige Psychoanalytiker hatten sich damit befasst, mit diesem Stoff.
Und Günter Grass unter anderem und andere Schriftsteller, die hatten das interpretiert auf ihre Weise. Aber was hat dieses moralische Stück mit 2013 zu tun, unserer Jetztzeit? Und mit der Angst? Jetzt begann es mich noch mehr zu interessieren. Also mal sehen, um welche Art von Interpretation sich es hierbei handelte. Oh, ja, ja, also, meine Damen und Herren, das war ja genauso wie damals, ne? Da war mal einst ein Fischer und seine Frau. Ja, so geht's los. Da war mal einst ein Fischer und seine Frau, ne? Ja, die wohnten zusammen dicht an der See in einem Pissbott. Da kann ich auch nichts dafür, es steht so geschrieben. Fischbord. Ja, und der Fischer, ja, der geht also jeden Tag hin und angelt. Und der Fischer ging jeden Tag hin und angelt. Und der Fischer, ja, ich mach schon. Was soll der arbeiten? Das kann man so. Das soll der arbeiten gehen. Fischer ging jeden Tag hin und angelt. Und dann heißt es weiter im Buch, so sät he ook eens dicht bei der See. Also so sitzt er auch eins dicht an der See und sät jümmer in das blanke Watter hinein. Können Sie sich gleich mal dran gewöhnen an die Sprache. Sät jümmer in das blanke Watter hinein. Verstanden? Nee. Er saut immer in das blanke Wasser hinein. Und je sät und sät, oder er glotzt und glotzt. Ja, da ging der Angel tief inner, also tief nach unten, und als er sie heraufholt, da hat er einen großen Butt daran. Und der Butt fängt das Sprechen an. Ja, und er sagt, hör mal, Fischer, ich bin dich, oder? Ich bin kein rechter Butt, ich bin ein verwünschter Prinz. Was hilft dir das, oder? Wenn du mich tot machst, ich will dir doch nicht schmecken. Ich will dich. Lass mich wieder schwimmen und lass mich leben. Na ja, Freie. Na ja, Kerl, das wo werfen konnte, das kann ich doch wieder schwimmen lassen. Da ging der Butt tief nach unten, ja, und lässt einen langen Streifen Blut hinter sich. Da ging der Fischer nach Haus zu seiner Frau. Letten langen Ströpen Blut achtern sich. Niemand was aufgefallen? Soll ich sich nochmal spielen, die Szene? Ja. Ist doch komisch, ne? Oma, habe ich meine Oma damals gefragt, warum schmeißt er den wieder an das Wasser? Warum unterhält er sich nicht mit dem Fisch, mit dem Prinzen? Weiß ich auch nicht. Schweig still. Also musste ich auf die Spur gehen. Damals als kleiner Stopke ist mir das aufgefallen. Das ist doch nicht normal. Einmal in seinem ganzen Leben, da angelt er einen verzauberten Fisch, der ein Prinz ist. Und der Prinz sagt, hör mal, schmeiß mich ins Wasser, ich bin eigentlich ein Prinz. Und der Fischer sagt, ja gut, ich schmeiß dich wieder ins Wasser. Weil ich würde dir ganz bestimmt nicht schmecken, sagt der Fisch zu ihm. So merkwürdig, ne? Die Psychoanalytiker behaupten ja, er sieht sich selbst als Spiegelbild in dem Fisch. Das sagen die. Also er könnte praktisch sagen, wenn der Fisch zu ihm sagt, hör mal, ich bin eigentlich kein Fisch, ich bin eigentlich ein Prinz, könnte der Fischer eigentlich, wenn er wahrheitsgemäß antworten würde, würde er sagen, ja, ich weiß, ich bin auch kein Fischer, ich bin auch ein Prinz, aber halt die Fresse. Unser Fischer hat keine Angst vor seiner Schwäche. Er hat Angst vor seiner Stärke, sagen die Analytiker. Ich weiß es nicht. Aber komisch ist es schon, ne? Sie zum Beispiel da hinten mit dem Glas Bier, die sich schon zwei Bier reingegossen haben, bevor sie hier losgegangen ist. Kann sie jetzt nicht erkennen. Da haben sie sehr beobachtet, ne? Aber so ist er ungefähr, ne?
Wir Männer, wir kennen das, ne? Wir können Schindluder mit unserem Körper treiben und mit dem Geist. Wir können ein Bier nach dem anderen reinziehen und noch ein paar Zigaretten hinterher stoßen. Macht uns gar nichts aus. Das wird weggesteckt. Aber in manchen Sachen sind wir ganz penibel. Zum Beispiel, wenn die rote Kontrolllampe beim Auto angeht, was machen wir Männer da? Insbesondere, wenn es ein Diesel ist. Sofort anhalten. Sonst ist 0, nichts, Zahnriemen ist kaputt und das ist dann Motor kaputt, ne? Oder wenn es ein Benziner ist, wenigstens ein bisschen Öl nachkippen. Oder in die Werkstatt fahren und der Sache aus dem Grund gehen. Und was macht unser Fischer hier mit diesem rot blinkenden Phänomen? Das ist nämlich so eins. Ja, wieso? Hat er nichts damit zu tun, warum? Es geht doch eh nichts an. Warum hat er denn angebissen? Komisch, ne? Jetzt passen Sie mal auf, ich mache einen Test. Da können Sie aber sicher sein, darauf können Sie was gesehen. Pass auf. Na, Herr Fischer, alles klar? Ja, passt ja. Irgendwas besonders gefahren? Na, passt ja. Ich meine, irgendwelche besonderen Ereignisse? Na, passt schon, alles im grünen Bereich, passt schon. Sehen Sie? Wenn einer in der Stimmung mit dieser Tonlage passt schon sagt, das ist so wie Ihr Kumpel, der in der Kneipe sitzt und sich an dem Bier festhält, festklammert und Sie sehen den von weitem und sagt, ey Kumpel, Ede, wie geht's dir? Und der drückt noch ein bisschen fester und sagt, passt schon. Als ob er auf dem Klo sitzen würde, ne? Da können Sie sicher sein, was bei dem die Kacke am... Wissen Sie, was ich meine? Ne? Tja, wollen wir mal sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Der Analytiker sagt, oh weh, jetzt beginnt erst richtig die Suchtwanderung. Mal sehen, da ging der Fischer nach Haus zu seiner Frau. Dann kommt er denn? Ach, da bist du ja. Na, hast du heute gar nichts gefangen? Ja. Gar nichts gefangen? Ja, aber keine Frage, weil ich kann doch mal über Füße bringen, so wie das nicht ist. Kannst du es nochmal sagen, ja? Ganz normal. Ich habe einen Karpfen gefangen gehabt. Ein Butt? Ja, von mir aus. Ja, und? Der hat gemeint, er wäre verwünschter Prinz, was schon, Doc, Doc. Ja, und? Dann hab ihn wieder schwimmen gelassen. Was hast du? Einmal in deinem Leben hast du einen Prinz und hast ihn wieder schwimmen gelassen? Na ja, was soll ich... Hast du dich ja nicht gewünscht? Na, was soll ich mir wünschen? Also hör mal, du, das ist doch übel, hier immer in einem alten Pissbot zum Wohnen. Der stinkt so. Und die so übel, so eklig. Du hättest doch eine kleine Hütte schenken lassen können, ein kleines Häuschen. Geh doch mal hin, weißt du? Sag ihm, er soll uns ein Häuschen schenken. Ach, Frau, was soll ich da noch gehen? Was soll ich da nun noch gehen? Du hast ihn doch gefangen und ihn schwimmen gelassen. Geh doch mal hin, er tut das gewiss. Ach, na, wie bitte? Ich hab dich jetzt gar nicht verstanden. Konntest du mal sagen? Ich verstehe dich nicht. Ah, ja, passt ja. Ja, da musste gehen. Er steht also geschrieben bei Rungestück, grimmigen Stück, steht da geschrieben, er wollt noch nicht so recht. Wollt aber das Sühnfru nicht zum Wettern sühn. Was für eine Sprache, ne? Er wollte seine Frau nicht zum Wettern bringen. Er wollte seine Frau nicht zum Donnerwetter bringen. Er wollte sie nicht ärgerlich machen. Er geht dann praktisch zum Mechaniker wieder. Das ist, bleiben wir mal bei dem Autobeispiel, ne? Sie wollen also Ihr Auto zurück abholen von der Werkstatt. Der Mechaniker gibt Ihnen die Rechnung. Und Sie merken, da wurde nicht alles gemacht, aber fast alles. Aber Sie werden sich schnell einig mit dem Mechaniker. So von Kumpel zu Kumpel, von Mann zu Mann, ne? Sie haben ein freundschaftliches Gespräch mit dem Mechaniker. Und dann sagt er zum Beispiel sowas wie, hör mal zu, Kumpel, das ist ganz einfach. Das machst du mit links, ab und zu die Justierschraube nachziehen. Und dann regelt es sich von selber, alles klar? Das kannst du. Ja,
Also, Sie kehren also nach Hause mit der Rechnung, legen die Rechnung auf Ihrer Frau auf den Tisch und ganz freudestrahlend erzählen Sie von der netten Begegnung, die Sie mit dem Mechaniker hatten. Sie gute Laune, die Frau ist sehr skeptisch. Da kommt von irgendeinem Mechaniker, man hat so gute Laune. Bei ihr hat er schon lange keine gute Laune gehabt. Ist doch merkwürdig. Was hast du gemacht? Du verbrüderst dich hier mit irgendeinem Mechaniker? Lässt dir nicht mal einen Preisnachlass geben, du Waschlappen? Sofort gehst du dahin und holst dir den Preisnachlass. Ja, das stimmt ja eigentlich schwer. Und er muss dann hin. Geht zum Mechaniker und sagt, hör mal, wegen mir, also ist eigentlich in Ordnung, aber das ist die Frau. Das sind die Frauen, weißt du, ich meine, also mach schon, gib mir den Nachlass, sonst kriege ich Probleme. Also ein ganz normaler Vorgang, ne? Er steht praktisch dann als Trottel da, ne? Was er vermutlich auch ist. Rein äußerlich. Wir wissen ja, was er in Wirklichkeit ist, aber schwamm drüber. Was er vermutlich auch ist, während Sie hier als dominierender Hausdrache dargestellt wird. Auch richtig, rein äußerlich. Jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für diese Frau. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich mache ihren Frauen ein feindliches Stück. Nein, nein, darum geht's gar nicht. Ich meine, wie kommt denn überhaupt dieser Pissbot? Woher kommt denn der? Woher kommt der Pissbot, Oma? Weiß ich, der war schon immer da. Wie, der war schon immer da? Ist Quatsch. Als Kind hatte ich einen guten Riecher. Steht das etwa geschrieben? Am 8. Tage erschuf der Herr den Pissbot? Nein! Also woher kam er? Kein grimmiger Brüder und kein Günter Grass hat sich das jemals gefragt. Das ist doch ganz wichtig. Woher kam denn dieser Pissbot, der plötzlich da in der Landschaft steht? Und überhaupt, ein Fischer aus Süddeutschland, was macht denn der da oben bei den Heringsköppen? Haben wir das einfach so gemacht, weil das so ein guter Effekt ist mit den verschiedenen Sprachen? Effekthascherei? Nein. Das hat Hand und Fuß. Ich bin ihm nachgegangen. Unser süddeutscher Fischer aus Höchstadt, der hat teilgenommen an einem Fischerei-Austausch-Dialogprogramm mit einem Heringsfischer von da oben. Also er durfte nach Schleswig-Holstein und einer von den Heringsfischern ist hier runtergeschickt worden nach Höchstadt an der Arsch. Und er hat also da studiert, tagsüber und abends nach einem Workshop, so hieß das damals schon, ne? Workshop, steht er mit seiner Zigarette auf dem Balkon von seiner kleinen Pension, schaut so aufs Meer. Ne? Auf der anderen Seite, auf dem anderen Balkon steht sie, seine Zukünftige. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen ist, was weiß ich. Die Mutter von ihr hat gesagt, geh du mal da oben nach Schleswig, such dir da so einen reichen Knopf, den reißt dir die unter den Nagel. Wollte endlich, dass die Tochter heiratet. Ja gut. Die Tochter denkt also, das ist ja auserwählt. Steht dann auch beim anderen Balkon, auch mit der Zigarette. Ne? Ah, schöner Abend heute, ne? Oh ja, passt so. Häng mal frei, ja. Ach, ich würde auch gern rauchen. Oh ja, machen Sie halt. Aber ich habe kein Feuer. Ein Feuer braucht man so. Haben Sie Feuer? Feuer, Straxi, Freude, gehen Sie nachher. Sie geht also aus ihrem Zimmer, geht in sein Zimmer rein. Beide stehen auf dem Balkon, schauen aufs Meer. Er hat noch ein kleines Fläschchen Rotwein in der Midi-Bar. Jetzt schick mal die Kinder noch raus hier. Jetzt wirst du mich ganz schön kritisch, ne? Also jedenfalls das Vorspiel lassen wir weg. Jedenfalls auf dem Höhepunkt ihrer erotischen Exkursionen, die sich dann angebahnt haben. Sie sehen schon, es geht doch ganz schön hoch her in unserem rungischen Stück. In unserem grimmigen Stück, in unserem Kinder- und Hausmärchen, wie die grimmigen Brüder das Stück begreifen wollten. Ja, jedenfalls auf dem Höhepunkt, also kurz vor seinem Höhepunkt, hat er ihr dann ein Häuschen versprochen in seinem grenzenlosen Wahnsinn. Ja, so geht das, ne? So schnell. Kommt man zum Häuschen, ne? Ja, die Vorstellungen gingen ein bisschen auseinander, aber hier ist das Häuschen. So kam der Pissbot auf die Erde. Aber keine Sorge. Sie hat sich die größte Mühe gegeben, in dem Pissbot, also meine Herrschaft, nicht ablenken lassen von dieser Schlampigkeit außen. Das war die Substanz, da konnte sie nichts dafür. Innen drin hat das Ding geblitzt.
Sie hat jeden Tag schöne Blümchen hingestellt. Frische Blümchen, jeden Tag einen Blumenstrauß. Er kam von der Arbeit, hat sie in den Arm genommen und hat sich gefreut über die schönen Blümchen. Und sie hat sich gefreut über die drei Heringe. Ja? So ging das Tag für Tag. Irgendwann hat er nichts mehr gesagt. Irgendwann hat sie auch nichts mehr zu den Heringen gesagt. Ne? Das war alles so selbstverständlich. Ne? Aber er hat bloß immer drei Heringe gebracht und sie hat bloß immer das Sträuchlein hingestellt. Nicht mehr, es ist so geblieben. Ne? Irgendwann hat sie sich gesagt, ach, ich kann doch ruhig eine Woche stehen bleiben, das Sträuchlein. Ne? Das hat schon gemuffelt langsam. Ne? Ja, es hat sich da was angebahnt plötzlich. Niemand wusste so, was los war. Aber vom Polsprung im Kleinen ist es nicht weit hin bis zum Großen, sagt man ja. Jedenfalls sind die beiden eher Teile von einer komischen Energie als von einer kosmischen, so sagen die Analytiker. Ne? Ja, was heißt Esoterik hin und her? Zur Erotik kommen wir noch, Sie werden es ja noch erwarten können. Also jedenfalls, da ging der Mann, und als der Mann an die See kam, da war die See ganz grün und gelb. Grün und gelb, also grün und gelb, war noch ruhig. Weißt du, was ist im See? Kerfle, Gott, nein, mein See. Meine Frau, die Ilse, will das gehört. Will halt nicht so, wie ich wohl will. Ja, was will sie denn, oder? Was will sie denn? Hey, wir haben doch das gemacht mit dem Auto, ne? Ich will es nicht nachkarren, aber es hat so Spaß mit mir, aber was? Kommen Sie mal zu Ihrem Originaltext! Ich will halt auch mal was sagen. Ich weiß, dass Sie was sagen wollen. Originaltext, sonst kriegen wir Probleme mit der Europäischen Märchengesellschaft. Ich hab dich doch gefangen gehabt, ne? Ja? Und ich würde freigelassen, ne? Ja? Jetzt sag mal, Frau, ich hätte mir doch was wünschen sollen. Was ist es denn, ne? Ja? Sie wünscht sich ein kleines Häusle. Aber ich habe ihr schon gesagt, es geht nicht. Und kannst du, ja, geh nur hin. Sie sitzt vor der Tür. Auf einer Bank. Dann mal nach Haus. Er dachte, er wollte zum Pissbord gehen. Oh, da war aber ein schönes kleines Häuschen. Und seine Frau war, wie es prophezeit wurde, vorne auf der Bank. Ne? Wie, die ist nicht da? Ja, die ist kurz hinterm Häuschen Hühnerfütter. Also, ein bisschen Fantasie, meine Herrschaften. Kann man sich vorstellen. Jedenfalls nimmt sie ihn bei der Hand und geht mit ihm in das Häuschen. Soll sie ihn selber zeigen. Muss ich alles alleine machen. Männchen, wo ist er denn? Ja, weiß auch nicht. Wo ist denn der? Herr Fischer? Ja. Geht mal zu Ihrer Frau. Bin nur schon unterwegs. Ja, wie schaust denn du aus? Da guckst du was. Gefällt dir? Ja, das. Sag mal, gefällt dir das? Das kann ich ja wohnen, wenn man will. Schön, ne? Guck mal, das ist unser Häuschen. Da ist eine Stube und eine Kammer, wo jeden sein kleines Bett steht. Kann man auch zusammenschieben. Guck mal da, kleiner Garten. Ein Obstbaum. Und Petersilie. Grünzeug, ja, Grünzeug, Petersilie. Und guck mal, all die Federvieh. Gichele? Sicher. Einmal frei, aber auch Lerber. Ach, na ja, guck mal, da könnten wir noch was anbauen. Klein, wisst ihr, so einen kleinen Anbau. Na ja, jetzt wollen wir sehr zufrieden sein und uns nichts mehr wünschen. Freut sich gar nicht? Na ja, doch, Frau. Jetzt wollen wir nichts mehr wünschen, gell? Das wollen wir uns überlegen. Und wollen uns beschlafen. Na komm.
Und sie alle auf mich, also ehrlich, also, sie hat auf mich gerungen, was machst du? Ich lass halt. Ja, also, jetzt auch sein. Ja, das steht sogar im Kinderbuch drin, ne? Das ist verschlüsselt. Das ist verschlüsselt. Da geht die Post ab. Ja, das steht da drin. Das wollen wir uns überlegen und wollen es beschlafen. Punkt. Das ging so 814 Tage lang. Ja, was haben sie gemacht? Ist doch eindeutig. Die sind 814 Tage nicht mehr aus dem Bett rausgekommen. Die haben es getrieben, so wie damals in der Pension. War wie in alten Zeiten. Es war also wunderbar. Zeit lang. Aber so, wie gesagt, nach einer Weile, keiner wusste, was so los war, hat sich so eine Unzufriedenheit angebaut. Keiner wusste so. Unzufriedenheit? So hat die heilige freie Presse das sofort aufgenommen, diese Energie. Eine Unzufriedenheit, die muss befriedigt werden, natürlich. Unzufriedenheit, Fragezeichen, so brannte eine Schlagzeile. Trinkt mehr Bier, esst mehr Blutwurst, guckt mehr Bundesliga. Das tat der Mann dann auch, fortan, jeden Abend. Die Frau guckte sich das eine Weile an, aber rächte sich furchtbar. Sie schaltete um auf Dieter Bohlen. Natürlich musste der Mann kotzen. Wenn er da nicht kotzen wollte, musste er über was dann? Und er übersah immer mehr die Blümchen von ihr und die schwarzen Dessous. Irgendwann hatte sie die auch nicht mehr an. Stattdessen lümmelte sie mit Lockenwicklern vor der Kiste und ließ sich von den weltlichen Unken überzeugen, dass das Schönmachen eines Häuschens, Achtung, jetzt kommt der Satz, lediglich ein anerzogenes Attribut des männlichen Chauvinismus wäre. Ich hab mir's gemerkt! Der Satz ist übrigens von Günter Grass. Ist doch ein bisschen Applaus wert, oder? Vielen Dank! Das ist schön, dass Sie Günter Grass applaudieren. Jetzt muss ich auch keine Tantiemen bezahlen, ne? Damit ist es ausgeglichen, ne? Aber er kommt gleich nochmal. Jedenfalls, tja, wie ging die Sache weiter? 8 oder 14 Tage später. Mann! Ja, sie hatten schon ein Übereinkommen, muss ich noch sagen. Sie hatten sich geeinigt. Also er hatte schon einige Freiheiten, ne? Bundesliga durfte er selber angucken, hat sie sich nicht mehr eingemischt. Und er durfte auch die Biermarke durfte sich auch raussuchen selber. Und zum Baumarkt, da durfte sie nicht mit. Muss er ganz allein machen, ne? Also es hatte auch seinen Preis, so Privilegien. Ne? Mann! Was ist denn? Komm doch mal. Ich muss mal was fragen. Was hast du? Arich, was ist denn, das Spiel fängt gleich an? Ach so. Ja, dann geh du nur zu deinem Spiel. Was ist, geh nur du zu deinem Spiel? Du hast doch was. Ach nein. Was, ach nein? Du hast mir doch gerufen, du hast was, das spür ich. Sag mal, was hast du? Ach, bist du aber nicht böse? Na, was ist denn? Ach, weißt du, die Hütte und der Hof, alles ist so klein und beengt. Der Garten, alles so kleinbürgerlich. Was willst denn? Ach, eigentlich, der Bund hätte uns eigentlich eine größere Hütte schenken können. Eigentlich wollte ich immer schon mal in einem schönen, großen, steinernen Schloss wohnen. Ja, geh hin, sag ihm, er soll uns ein Schloss schenken. Na, das sag ihm nicht, das will ich ihm nicht sagen. Das sagst du ihm nicht? Nein. Du bist gemein, du Egoist. Einmal, wenn ich mir was wünsche, du Ego, du denkst nur... Nein, das will ich ihm nicht sagen, hör ich. Das Kerpfler hat uns doch erst die Hütten gegeben. Es mag ich nicht schon wieder lang gehen. Der wird böse am Ende auch noch. Ach was, der wird nicht böse. Der Bund macht das recht gut und macht das gerne, wisst ihr? Geh du mal hin. Ja? Ja, aber... Ich zieh auch wieder die Strapse an. Ach Gott.
Tja, da musste gehen. Da musste gehen. Doch an der See kam, da war die See ganz dunkelblau. Und violett, grau, dick, war noch ruhig. Hinüber, herüber. Das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dem Mann los? Warum heißt das denn in dem Märchenstück, er musste gehen? Warum nimmt er Drogen? Ist er drogensüchtig oder strapsüchtig? Warum geht er immer dahin? Steht er unter irgendeinem Kodex? Warum macht er das? Einige Schriftsteller sind dem Ganzen auf den Grund gegangen. Ich war auch auf der Spur. Das Ganze ist in der Urzeit begründet. Es gab mal eine Zeit, da wurde Mann und Welt unter der Fuchtel einer sogenannten dreibrüstigen Aua gestellt. Es war eine so Art Übermutter. Sie und ihre Schwestern, sie hatten das Sagen. Da konnte der Mann nicht einfach Bundesliga gucken, da gab es gleich eine hinter den Löffel. Da gab es keine Freiheiten, der musste richtig schuften für sie. Und der Butt war es, der ihn aufgeklärt hat. Der gab ihm erst den Sinn. Aus Mitgefühl hat er den Mann beraten damals. Dass nämlich auch er, der Mann, einen Sinn für sein Dasein bekäme, außer dem des Kinderzeugens. Von dem er übrigens auch in Unwissenheit seitens der dreibrüstigen Aua gehalten wurde. Dass nämlich er es war, dass er durch sein Zutun beim Akt einen nicht unbeträchtlichen Teil zur Entstehung des neuen Lebens lieferte. So weit, so gut? Sind Sie noch da? Der Butt war's. Der Butt lieferte ihm den Zugang zur Währungsmünze und zum Eisen. Und jetzt fing der Mann an, sich herauszuarbeiten, so am Anfang im Geheimen. Das durften Sie nicht wissen. So langsam hat er sich rausgearbeitet, wurde immer größer und immer mächtiger. So eine Zeit lang ging das gut, aber irgendwann kamen so Kreaturen wie Stalin oder Hitler oder andere Diktatoren, Fuzzis, zutage. Und da kam der Butt zum Fischer und sagt, hör mal, komm mal her. Das habe ich nicht gewollt. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe dir die Weisheit der Welt offenbart. Du hättest die ganze Erde satt machen können. Und was machst du? Du frisst sie auf. Es gilt abzudanken, mein Sohn. Tschüss. Blub, blub, blub. Aus der Traum. Zufälligerweise wurde er aber wenig später wieder gefangen. Diesmal von drei Frauen. Da lag er dann im Ruderbötchen bei denen am Boden, am Holzboden und pumpte. Ja, zugegeben, ich war's, der eure bescheuerten Männer beraten hat, aber ich tue es nie wieder. Das verstehe ich. Also lasst mich bitte frei, ja? Dummerweise für ihn hat er es mit drei Feministinnen zu tun. Die sagten sowas wie, was hat er gemacht, der Pimmel? Die Männer unserer Feinde hat er beraten? Der war das also, der uns die ganze Scheiße eingebrockt hat? Womit er sie nicht ganz unrecht hat. Sie waren auch nicht so bescheuert und haben ihn wieder freigelassen. Nein, sie haben ihn mit nach Hause genommen. Haben ihn erst mal den Prozess gemacht. Und in dem musste er eidesstattlich erklären, dass er fortan nur noch ihnen, den Frauen, zu dienen hatte. Deswegen, hallo, an die Arbeit. Ja, ich mach mal Arbeit. Manche Timbedeh, Kerfler, dann einmal sehen. Meine Frau, die Ilsebill, will halt nicht so, wie ich wohl will. Was will sie denn? Ja, was will sie denn? Sie hat halt, sie will nicht mehr in dem Häusler wohnen. Ich sag das bloß noch das eine und dann ist Schluss. Das verspreche ich dir. Sie hätte halt gern so ein Schlüssler, so ein steinernes Schlüssler, verstehst? Ah ja, geh nur hin. Es steht vor der Tür.
Mir ist langweilig. Ich gehe immer hin und her und hin. Macht der nicht mal was anderes? Nur Fernsehen und Angeln und so? Ja, schon, aber das verstehst du noch nicht. Schweig still. Sagen Sie einmal ein Kind, das verstehst du noch nicht. Dann geht aber die Post ab, ne? Tja. Wollen Sie jetzt mit Ihrem Jungen kurz mal auf die Toilette gehen? Oder eigene Verantwortung? Eigene Verantwortung. Ja. Eigene Verantwortung. Der Onkel Stefan hat schöne Musik, so mit Kopfhörern. Ja, natürlich wollte der die Sau rauslassen zwischendurch. Wollte mal rummachen mit anderen Weibern und so weiter und so weiter. Ganz normal, ne? Natürlich wollte er das zwischendurch. Er wollte nicht immer hin und her bloß noch arbeiten für sie. Nein, das wollte er nicht. Wollte mal was anderes machen, ne? Oder noch viel Ärger. Wollte sich aufmachen zu ganz anderen Ufern. Ja klar, hat das so ein anderer zahnloser Fischer gehört. Der hat das wörtlich genommen. Der hat sich ihm aber besorgt, dass ihm Hören und Sehen verging. Aber die Einzelheiten, wie der ihn da eingefettet hat mit dem ranzigen Tranfett, nein, das lesen Sie lieber persönlich nach bei Günter Grass. Ist eine ganz unästhetische Geschichte. Jedenfalls kam der dann zu deiner Frau. Ach, dann nimmt sie ihn erstmal als erstes, wie sie ihn sieht, sie weiß natürlich sofort Bescheid, was da passiert ist, nimmt ihn erstmal zur Brust und sagt, na, ist das nicht viel besser? Klar war es ihm wieder besser, alles war wieder wunderbar. Da gingen aber die Türen von dem Saal auf. Da war alles, die Wände waren schön blank, alles war poliert mit Raufasertapeten und so. Marmorboden mit, also es hat gefunkelt. Und oben im Festsaal hier, da war seine Frau am Feiern. Ne? Da sind goldene Stühle und goldene Tische. Da war das Essen und der allerbeste Wein darauf. Das gibt es alles danach, später bei uns. So viel und so herrlich, als ob sie brechen wollten. Und jetzt kommt ein schöner Satz, pass auf. Und die Kronlüchter, das Hügel von der Bähn. Ist das nicht eine schöne Sprache? Was heißt das? Die Kronleuchter, Hügel von der Decke. Ich finde das genial. Ne? Jedenfalls, ja. Also, 500.000 hat es gekostet übrigens. Ja, klar, die Wünsche. Also, jeder Wunsch hat seinen Preis. Klar, da wurden Bausparverträge abgeschlossen und so Sachen, ne? Die Leute haben sich also, jeder wollte so eine Burg haben plötzlich, ne? Keiner konnte es sich leisten, aber die braven Bushs, die ließen verkünden seitens der freien Presse, yeah, that's the way, eating out and getting drunk, that's the way, ja. Aber die bösen Bader sagten, nehmt doch den Bossen einfach die Burgen weg. Aber auch die starben aus, ne? Tja. Geschäfte wurden langsam immer unbekannter.